Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Teil Let's Play Rome 2 Tokyo War mit dem Königreich Epirus. In der letzten Folge hat diese Armee hier unter horrenden Verlusten, kann man nicht anders sagen, einen sehr zweifelhaften Siegerung hat uns eindeutig mehr gekostet, als ich das mir gewünscht hätte. Aber wir sind hier ja nicht bei Wünschen aus, sondern bei Total War. Und so sind diese Römer gut, außer dass sie einfach das Frühstück verdauen. Wir werden jetzt hier. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Aha, okay, von da kommen die Astarte, die sich der Runde so um die 50 Mann erholt haben. Die, die ich nicht komplett vernichten konnte. Ja, sehr schön, aber es ist nur noch eine Einheit Leves daran. Die Triarier sind komplett voll, aber das ist, glaube ich, eine neue Einheit. Ich habe den General umgebracht, meiner Meinung nach. Ja, meine Armee stellt sich mal nach hier. Und wir geben ein bisschen Gas. Ja, wir führen weiter Krieg gegen Rom. Bis jetzt haben wir nur Brundisium. Aber schon zwei harte Schlachten geschlagen. Das wird jetzt hier die dritte. Meine Hoffnung liegt auf meinen drei noch einigermaßen brauchbaren Einheiten. Meine vier noch einigermaßen brauchbaren Einheiten. Ich kann sie natürlich auch böse rächen, dass ich jetzt hier vorgestürmt bin. Aber ich muss es versuchen. Immerhin haben mich die Römer angegriffen, die Römer haben mir den Krieg erklärt. Ja, die Frage ist, bewegt er sich jetzt in die Stadt rein? Weil dann spiele ich das, was ich vor einigen Parts mit den Utrüsen gespielt habe. Fang mich, wenn du kannst. Ich nehme mal hier die 42er. Die Einheit obliegt mir, stelle ich hier hin. Die 42er hier hin. Und die 90er Steinschleuderer. Mit den beiden möchte ich hier schon mal auf Abfangkurs gehen. Und die bauen sich hier auf. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Und Sibius. Doppelte Geschwindigkeit. Speere bereit. Schnelles Marschieren. Bereit. Wie ihr Befehl. Geschossinfanterie bereit. Schnell vorrücken. Ja. Doppelte Geschwindigkeit. Befehle zu Befehl. Steinschleuderer. Geschosse warten auf Ziele! Ich kann das Spielchen spielen. Schnell. Ich möchte hier eigentlich ja nur wegziehen. Bisschen beschäftigt halten. Mehrkämpfer bereit! Schnell vorrücken! Zu Befehl! Wir erwarten Befehle! Befehl verstanden! Also meinen eigentlichen Ziel zu halten, nämlich natürlich der Stadt hier oben auf dem Berg. Ja, die Astartigen sterben. Steinschleuderer! Wir erwarten eure Befehle! Ja, dreht euch um. Wie ihr Befehl! Bereit zum Einsatz! Das finde ich nett. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Zu euren Diensten! Alle Waffen! Eure Befehle! Schnell vorrücken! Bereit! Abrufe! Bereit! Schnell vorrücken! Ja. Zu Befehl! Bereit! Wie ihr Befehl! Bereit zum Einsatz!
So gefällt mir das. Ah, nein, 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 nein. Ich operiere nicht meine guten Pioniere. Dein Schleuderer! Feuert auf den Feind! Ich habe schon einen ganzen Ruari getötet. Wir erwarten eure Befehle. Stolz auf mich. Und ja, jetzt haben die Astart hier ein kleines Problem in ihrer Flanke kleben. Und hier die Triaria eigentlich auch. Ja gut, jetzt gehen die Wari hier schön sterben. Gibt übrigens eine Kurzgeschichte von Christian Kracht. Christian Kracht, ja. Aus dem Roman Ruhm. Heißt tatsächlich Rosalie geht sterben. Ist ein bisschen makaber. Die ganze Geschichte ist auch ein bisschen makaber. Geht irgendwie um Sterbehilfe, aber auch irgendwie darum, dass er sich als Literat einfach ein bisschen spielerisch mit dem Thema des Autors und seiner Figur auseinandersetzt. Ist ganz witzig, wenn man es von der Seite sieht, wenn man es ansonsten beobachtet, ist natürlich schon irgendwie ein bedrückendes Thema. Ja. Ja, aber hier gehen wenigstens ein paar Triaria sterben. Der feindliche General gut. Ist tot. Doppelte Geschwindigkeit, dein Schleuderer! Ich würde gerne mal ins Stadtzentrum gucken. Obliten bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Ja, da stehen nämlich gerade wahrscheinlich ganz viele Lebens. Zu Befehl! Bereit zum Einsatz! Und folgen ja Unwill. Steinschleuderer! Obliegt bereit! Zu Befehl! Wie rückt! Obliegt! Zu euren Diensten! Schnell! Steinschleuderer! Natürlich bleiben meine Steinschleuderer irgendwie in diesen Triarien hängen. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und während die Lewis wahrscheinlich schon wieder 100 Kills haben, sind ganze 7 von meinen Steinschleuderern beschossen worden. Gut, ich habe eigentlich auch damit gerechnet, diese Flanke zu verlieren. Männer wanken! Nein, die Steinschleuderer bauen sich schön hier auf. Gut, die Söldnerspeckel habe ich. Nevis wagt sich hier in den Nahkampf. Das hat sie jetzt schon dreimal gekostet. Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele es ja selbst auch gerne im Multiplayer, weil es so absolut ein asoziales Bild ist. Aber diese Speerträger. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Dein Schleuderer, Kommandant. Das ist aber nur eine. Ja, gut, die stehen in der. Der Feind nähert sich, Herr. Ja, achso, ich dachte gerade schon. Dein Schleuderer! Die könnten mal schießen. Anstatt die ganze Zeit rumzulaufen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Ah, es ist doch alles so schön verbaut. Ja, es ist ein ziemliches Risiko gewesen. Jetzt. Scotty, der da jetzt raufgebeamt. Ja.
Der steht hier immer noch. Warum auch nicht? Endlich flieht er. Ah, das ist halt so eine Sache. Die Hastati, die können wahrscheinlich Feuer aufsaugen, bis sie rot-gelb werden. Endlich. Schnelles Marschieren! Steinschleuderer! Geschossinfanterie bereit! So. Wenn das jetzt klappt, räume ich die Legacy ab. Ohne dass sie groß schießen, können ja gut die laufen, aber jetzt hier. Steinschleuderer! Eiskalt in meine Kopf. Feuert auf den Feind! Ja, sehr schön. In die Leves rein. Doppelte Geschwindigkeit! Wie hat's da hier? Verlieren weiter Männer und sich unsicher. Das ist natürlich schrecklich. Ach, schon wieder. Entschuldigung. Okay. Kann weitergehen. Die Hastaten hier stecken ordentlich ein. Ein Publius Dorso. Dorso. Ja. Kriegt Steinchen aufs Häubchen. Die Horarii. Sind auch nicht mehr so viele. Und ja, die Starten sollen es mal ruhig versuchen. Hier steht halt noch eine Einheit mit dem Banner dahinter. Ich werde danach wahrscheinlich erstmal defensiv längere Zeit. Naja, ich hätte gerade gedacht, ist das schon fertig, aber. Jetzt gerade sehen, 10 Mann verloren. Und die kriegen halt nicht mal Feindbeschuss. Das ist halt das Krasse, die KI kriegt keinen Feindbeschuss. Oder, also sie kriegt auch Feindbeschuss, klar, aber niemals so hart wie man selbst. Genau, hoffen, dass ich hier wirklich den diese Leves. Das ist halt toll. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ja. Das ist ein schändlicher Anblick. Glücklicherweise laufen die halt original weiter. Aber einfach klasse. Die Löwes könnten jetzt doch meine komplette Armee auslöschen. Das ist voll im Limit. Schon mal versucht, selbst sowas mit Löwes zu machen. Die würden bei mir dem Schwierigkeitsgrad schon fliegen. Von da hinten. Wenn der General tot ist. Aber egal. Um
Problem ist, wenn ich mich jetzt umdrehe, sind sie komplett tot. Weil wenn die mir nur eine Salve von den dreien in den Rücken, den vieren. Ja. OP. Greift ihre Positionen an! Siehst du, wenn man im MP teilweise mit Patch 1.9 mit den Herbernern dann weitergegangen ist, irgendwie per Tasten, weil die hinteren Reihen da immer noch feuern können, haben die den Nahkampf einfach verloren. Okay, meine Herbernpikiere werden hier aufgerieben. Es war auch ein bisschen übermotiviert von mir, da reinzulaufen. Aber hier, man sieht es. Die sind einfach nur krass. Und die kosten wie viel? 200? Aber ich will die Schlacht gewinnen, das ist jetzt nicht das Ding. Wird halt nur unglaublich teuer. An Menschenleben, also nehmen wir an, dies wäre, ja, jetzt fliehen sie. Jetzt entschließen sie sich dazu, sich zu verbessern. Ja, Schlacht vorbei. Ja, gut, wir haben im Angriff eine Übermacht geschlagen. Eigentlich könnten wir stolz auf uns sein. Ich werde die Schlacht wahrscheinlich trotzdem nochmal in der Mitte durchteilen müssen. Weil das jetzt so lange gedauert hat, alles. Ah. Einfach genial. Einfach genial. Ich werde die Allaude. Nee, das ist auch toll. Ja, gut. Geht sogar noch von den Bossen. Ah, jetzt sind nicht mal genug Monettas. Die können wir doch, die Italica und die Apollinaris. Und ich. Ah, sie haben Arimino sogar wieder erobert. Zurück auf. Gut, aber wir haben uns jetzt doch ein bisschen ausgebreitet durch Italien. Habt ihr noch weitere Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Die sind im nächsten. Da sind in 2-3 Runden auch soweit. Mit denen werde ich werde auch noch auf jeden Fall warten mit der Anmut des Greifen, bis ich weiter vorgehe. Gibt es ja auch was für Verteidigung? Dann kriegt er den Taktiker. Das ist immer ganz gut. Ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen warten. Mit dem Sturm auf Rom, bis ich Verstärkung für die mutigen Gefährten anschiffen kann. Bis dahin sage ich euch erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, ich hatte gehofft, dass dieser Krieg hier in Rom etwas smoother vor sich hingeht auf der anderen Seite. Was hatte ich erwartet? Ich habe mich mit Rom angelegt. Ja. Guten Teil des Problems ist einfach gerade spielimmanent, das ist nicht immer so. Ja, aber eigentlich haben mir die Schlachten beide sehr viel Spaß gemacht, das merkt man mir nur nicht immer so an. Darum sage ich das der Vorsicht halber nochmal dazu. Unser Reich ist langsam ordentlich groß. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir die Teile wieder zusammenfügen. Hier alles schön Epirus Orange machen. Ah, das kommt alles im nächsten Part, in den nächsten Parts. Bis dahin sage ich euch, ciao, euer Blackfish.